Und der Vorteil ist einfach, dass ich über den Weiß, vor allem aber über den Rotklee, viele Tannine mit reinbringe. Das heißt, das leicht abbaubare Protein, das wird dort schon mal geschützt. Also ich baue mir dann selber ein Stück weit ein geschütztes Soja. Aber ich werde es wie ein geschütztes Soja auch nicht umsonst kriegen, es wird einen Mehrpreis haben. Und der Mehrpreis ist halt jetzt erstmal Bodenuntersuchungen anschauen, aufkalken, die Grundnährstoffe pflegen und dann entsprechend nachsehen.